Wandern, Bier trinken und Zugfahren. Das ist eine Kombination, die hier im Bayerischen Wald ganz einfach möglich ist. Herzlich willkommen heute hier aus Gotzell im Aberland. Und vielen Dank an meinen Sponsor Aberland Regio, der diese Folge hier ermöglicht. Und so einen traumhaften Tag, den starte ich gleich in eine der schönsten Zugfahrten hier in Deutschland. Vom Plattling bin ich bereits hierher mit der Waldbahn gefahren und heute geht's hier weiter in Richtung Fichtach. Zwischendrin steige ich aus, dann wird gewandert, dann wird auch ein bisschen Bier getrunken, aber dazu dann ein bisschen später. Hier in Gumpenried bin ich jetzt aus dem Zug raus und das Praktische ist, dass man diesen Bierfernwanderweg mit der Eisenbahn ganz gut kombinieren kann. Man kann Teile auslassen, man kann nur Teilstrecken gehen und wenn man müde ist, dann einfach wieder in den Zug einsteigen. Und jene, die hier Urlaub machen, die bekommen in bestimmten Kommunen ein Guti-Ticket. Das ist ein Ticket, mit dem man die Waldbahn hier kostenlos benutzen kann. Ansonsten gibt es auch noch ein Waldbahn-Tagesticket, mit dem ist man hier auch sehr günstig unterwegs. Ja, der Bahnhof ist ja da sehr übersichtlich und es wartet da schon wer auf mich. Glaube ich halt. Grüß dich, ich bin der Gerhard. Grüß dich, Gerhard, ich bin der Jakob. Servus. Wir wandern heute wohin, oder? Ja, wir gehen heute einen schwarzen Regen entlang. Und zwar von Gumpenried nach Schnitzmühle bei Fichtach. Super, dann schauen wir, dass wir in den Wald kommen. Ja, machen wir's. Ja, kaum sind wir von der Straße irgendwie weg, wird es da absolut ruhig. Hat das schon was mit Bayerisch-Kanada, mit dem Begriff dort zu tun? Ja, die Gegend ist ja im kleinen Format wie in Kanada. Der Fluss ist eingebettet in ein enges Flussbett und er wird nur begleitet von der Eisenbahn, von der Waldbahn. Mhm. Es führt also keine Straße, keine befahrbare Straße in diese Gegend. Und das ist eine Strecke von ca. 6 Kilometer. Mhm. Und man sieht auch die abgeschliffenen Steine im Wasser, wie man es halt in Kanada sieht. Unser Wanderweg hier wird ständig von der Eisenbahn und auch von einem Fluss begleitet. Was ist denn das für ein Fluss? Das ist der Schwarze Regen. Er ist ein Zusammenfluss des kleinen und des großen Regens in der Stadtmitte von Zwiesel. Die beiden Flüsse entstehen bei der Hochmoore und die Hochmoore haben ja das schwarze Wasser und dadurch verfärbt sich auch das Wasser im Regen zu einem dunklen Wasser. Dieser Weg hier ist auch ein Teil des Bierfernwanderwegs Nummer 6 entlang des Schwarzen Regens. Und da vorne, da geht es dann rauf ein bisschen auf den Berg und da werden wir den Fluss für kurze Zeit einmal verlassen. Das Tal, das vom schwarzen Regen durchflossen wird, haben wir jetzt einmal verlassen. Jetzt sind wir über eine kleine Hügelkuppe drüber und jetzt geht es runter ins Liebestal. Warum das so heißt,
Na, weil es so romantisch ist. Der Bach, der uns die längste Zeit im Liebestal begleitet hat, der fließt hier jetzt am Adventure Camp Schnitzmühle vorbei. Und so ein Bierfernweg heißt doch so, weil es hoffentlich zumindest ein bisschen ein Bier zu trinken gibt. Ich habe nämlich jetzt schon einen ziemlichen Durst und diesen Bierfernweg kann man sich im Internet genau anschauen. Einfach oben in der Leiste reinklicken, dann gibt es dort alle weiteren Details. Ja, und Jakob, schaust du noch mit auf ein Bier? Gerne, ich habe selber einen Durst. So, und ich habe jetzt den Sebastian da beim Badesee getroffen. Der Sebastian ist der Chef da, ist das richtig? Ja, es sind zwei Brüder, die das machen und in der dritten Generation. Und machen wir seit 19 Jahren die Schnitzmühle als Adventure Camp mitten im Bayerischen Wald. Ich habe schon bayerisch-thailändische Küche gesehen. Ich habe mir erst gedacht, naja, kommt da der Schweinsbraten irgendwie ins Curry rein oder so. Ist dann aber doch ein bisschen anders. Das ist richtig thailändische Küche bei dir. Original thailändische Küche und original bayerische Küche, Bayerischer Wald. Wir verarbeiten mal die Zutaten, die es direkt da gibt. Auch für die thailändische Küche kann man originale Sachen, also nutzen wir alles, was geht. Und Bier, machen wir Hausbier selber. Und haben eine Brauerin angestellt, die bei uns arbeitet und auch braut, Bier braut. Und machen wir auch unsere eigene Kracherl, also Limonaden und Geschichten. Aber wenn wir das auch ernst nehmen und da auch Sachen wollen, die praktisch hausgemacht sind. Also für uns ist ein Abenteuer, die inneren und äußeren Abenteuer. Also wenn man in München mit dem SUV oder mit dem Outdoor-Fahrzeug im Stau steht, ist für die auch schon Abenteuer. Okay. Aber wir haben auch gelebte Abenteuer da. Das ist zum Beispiel das Kanufahren. Also steht man mit denen dann im Stau, oder? Nein, mit denen nicht. Nein, aber Kanufahren am schwarzen Regen bei uns ist eine Top-Geschichte. Das heißt, man wird dort entlang fahren, wo auch die Eisenbahnstrecke entlang geht und wo dieser Bierfernwanderweg entlang geht. Genau, oder? Wenn der Wasserstand entsprechend ist, kann man auch da dieses Bayerisch-Kanada-Gebiet, wie es heißt, runterfahren und hat dann diesen wilden Fluss direkt vom Kanu aus erlebbar. Die Schnitzmühle wäre ein gemütliches Plätzchen, um ein bisschen länger zu bleiben. Von hier, da kann man jetzt aber auch weiterreisen. Entweder zu Fuß nach Fichtach, da ist es nicht mehr allzu weit, oder man geht einfach zum Bahnhof und fährt nach Fichtach. Mir läuft ein bisschen die Zeit davon. Ich nehme die Eisenbahn. Vier Minuten sind es von der Schnitzmühle hierher, jetzt nach Fichtach, und jetzt wird es so richtig bierig, denn da vorne, wenige Meter vom Bahnhof entfernt, da befindet sich die Gesellschaftsbrauerei Fichtach. Und dort schauen wir als nächstes hin. Das Malz kommt hier rein, wird mit Wasser aufgekocht, dauert ungefähr zwischen 2 und 4 Stunden, je nach Produkt. Und wenn die Maische dann fertig ist, wird sie rübergepumpt in diese Pfanne. Das ist in der Fachsprache der Läuterbottich, da kann man unten das Sieb sehen. Und das ausgekochte Malz ist dann der Treber, der wird rausgepumpt, wird von den Bauern abgeholt als Viehfutter, als Düngemittel. Wir lassen inzwischen vom Bäcker Laumer hier in Fichtach Treberbrot draus backen, auch einmal die Woche. Und das Flüssige wird wieder zurückgepumpt. Jetzt sind wir wieder in dem ersten Bottich. Und das ist dann nicht mehr die Maischenpfanne, sondern das ist dann die Würzepfanne. Und hier kommt dann der Hopfen dazu und das Ganze wird dann wieder gekocht. Das sind im Grunde die 3 Schritte, die hier im Sudhaus passieren. Im Vorraum vom Gärkeller, wir gehen jetzt gleich hoch, haben wir die Hefe, die wir dann brauchen für die alkoholische Gärung. Wie lange bleibt hier jetzt das Bier im Braukeller?
oder im Erdkeller? Das ist wieder ein bisschen sortenabhängig, aber so zwischen 5 und 10 Tagen, je nach Sorte. Dann kommt es in den Lagerkeller und dort bildet sich dann auch auf natürliche Art und Weise das CO2 im Bier. Und das braucht dann nochmal 3-4 Wochen. Hört sich schon himmlisch an. 180.000 Liter Bier befinden sich hier in diesem Keller. Ja, jetzt ist es endlich soweit. Wir dürfen das Bier hier probieren und verkosten. Das Helle haben wir schon durch, das Zwickel, das Immergrau, der Dunkles gibt es noch und einiges mehr. Ich sage allerdings jetzt bei der Gelegenheit danke fürs Zuschauen. Wenn du Fragen hast, schreib doch einfach einen Kommentar. Abonnier den Kanal, dass du keine Folge mehr verpasst. Und wir sagen jetzt Tschüss, Servus und Baba aus dem Aberland. Prost! Prost.